Hallo Leute, heute eine Mischung aus, wie soll ich sagen, Diät und Alanya-News. Ne? Oh, mal sehen, wie euch das gefällt, aber schauen wir mal. Also zu meiner Diät. Ich bin sehr erfolgreich im Augenblick dabei und es macht mir selber auch Spaß, wenn ich meine Erfolge sehe. Und dann hat man auch wieder Ansporn, weiterzumachen. Ne? Heute Morgen 113,5 Kilo. Also gegenüber hier, wo ich in der Türkei gegangen bin, vor jetzt noch haben wir März, also 4 Jahre, ne? Vor 4 Jahren war ich in der Türkei gegangen und da hatte ich 126,4, 126,5 muss ich jetzt schwindeln. Kann auch 125 gewesen, muss ich erst wieder nachgucken. Aber denn die ganze Zeit lief es nicht so richtig, immer mehr schleppen, mal besser, mal weniger. Und dann Ende Sommer, dann habe ich den Durchbruch bekommen und habe auch die innere Einstellung zu bekommen. Und dann hat es geklappt. Dann war ich auch ruckzuck unter 120 Kilo. Und ich meine, war ja sonst auch schon immer hier unter 120 Kilo. Das hatte ich ja schon geschafft, immer so um die 9 Kilo dauerhaft abzunehmen. Aber es ging dann nicht mehr vorwärts. Ne? War auch kurzzeitig mal bei 115,8. Und dann kam der Druck mit dem ICAMET. Und Mensch, was machst du jetzt? Ne? Wie machst du das alles? Dann das Ganze organisieren und im Hinterstübchen klappt auch alles, läuft auch alles. Da war ich mit den Gedanken nicht mehr bei der Diät. Und ja, dann war ich wieder ein bisschen hoch auf so 120, 121, ne, durch diese ganzen Mist. Aber immer wieder so ein Pegel, ne, immer mal hoch, runter, ne, immer so eigentlich noch eher so bei 118, 119 Kilo und da stand das, ne. Und jetzt geht's rapide vorwärts, weil ich bin in meiner Wohnung und durch dieses ganze Möbel schleppen, das viele Treppe auf, Treppe ab, ne, man muss ja auch, wenn das hier Sachen kommen, hier von Otto Versand, so wie die Matratzen oder andere Sachen, ne, die ich dann so gekauft habe, ne, diese ganzen Verpackungsmüll muss er wieder weg, muss er runter mit Bodo spazieren und dann die langen Touren. Ist ja immer, und dann zwischendurch will ich auch mal abschalten, machen, Kopf frei haben und dann gehe ich raus, mache Videos. Heute regnet es, da habe ich keine Lust, draußen Videos zu machen, deswegen habe ich mir entschlossen, das Video zu machen und es passt. Also 113,5 Kilo. Ich denke mal, hier so niedrig war ich das letzte Mal 15 Jahre her mindestens. Also, wenn nicht noch länger. Und viele interessiert ja hier, wie kommt man dazu? Also, mein Konzept ist, Mehlprodukte fast 100% weglassen. Kein Zucker, kein Alkohol, keine Kartoffeln, nicht rauchen. Ne? Also bei den Kartoffeln muss ich sagen, mein Vater hatte immer gesprochen davon, früher, ne, mit Kartoffelbauch. Ne? Und an diese Sache, wie die alten Bauern früher immer sagten, Kartoffelbauch, ne, hier, da ist was dran. Ne? Ab und an Pasta oder Reis, möglichst Wildreis, Pasta und Reis mit viel Wasser kochen. Keine Reiskochbeutel. Ne? Oder mit wenig Wasser, das ist Dämpfen. Ne? Dämpfen, wer sich noch ein bisschen auskennt mit der Landwirtschaft, Kartoffeln werden gedämpft, ne? Damit die Schweine besser zunehmen, ne? Damit sie schneller fett werden und dick werden. Ne? Also gedämpfte Sachen, ne? Mit wenig Wasser, ne? Das ist Schweinefutter zum Dickwerden. Also hier Nudeln, ne? Pasta und Reis mit viel Wasser kochen. Ne? Alles andere ist nur zum Dickwerden. So, vorgestern Abend hatte ich mir dann hier eine Gemüsesuppe gemacht, ne? Mit Fenchel, rote Zwiebeln, Möhren, Pastinaken, Knoblauch, eine halbe Knolle, 6 kleine Hähnchen, Unterschenkel, ne? Kurkuma, Kreuzkümmel, schwarzen Pfeffer. Also dann dazu diese hier körnige Gemüsebrühe hier. Von Knorr als Bio-Gemüsesuppe, ne? Wegen dem Salz, ne? Damit ein bisschen Salz an der Suppe rankommt. Morgens dann ist zur Suppe ein gekochtes Ei. Also die ganze Suppe habe ich dann auch püriert, ne? So, dass
Weil Gemüse ist ja schwer verdaulich eigentlich, ne? Und verlangt vom Körper viel Energie und dann hat man wieder Hunger. Und wenn man dann dieses Gemüsesuppe aber jetzt püriert, ich habe natürlich dieses Fleisch vorher rausgenommen vom Pürieren, ne? Weil die Knochen auch mit bei. Und dann hier das, dann, wenn das püriert ist, braucht der Körper weniger Energie zum Verdauen und hat weniger Hunger. Ne? Weil wenn viel Energie braucht, ne? Wenn unpüriert das Gemüse ist, dann hat man Hunger, weil der Körper ja viel Energie braucht, um das Gemüse zu verdauen. So, und zu dieser morgens zu der Suppe ein gekochtes Ei. Das war's. Ne? Dann mittags die Suppe und das Hähnchenfleisch, ne? Also diese Hähnchen-Unterschenkel, ne? Diese sechs, und, aber ohne Haut, ne? Weil Haut ist mal sehr fetthaltig stark. Ne? Und abends Suppe und zwei kleine Hähnchenwiener. Ne? Gibt dann in den Gläsern diese Hähnchenwiener. Ne? Man muss bloß gucken und drauf lesen bei den Zutaten. Ne? Steht nicht nur Hähnchenwiener drauf, ist es auch tatsächlich Hähnchenwiener. Ne? Denn oftmals haben die nur neben Hähnchenfleisch gelegen und es ist in Wirklichkeit Schweinefleisch. Ne? Also muss man schon gucken. Ne? Und Schweinefleisch ist nun mal fetter hier wie Hähnchenfleisch. Ist einfach so. Ne? Also schon hat man wieder Kalorien extra. Jeden Morgen hier trinke ich hier eine Tasse hier Fenchel, Anis, Kümmeltee. Ne? Und das mache ich jetzt schon wochenlang. Ne? Hier. Und dieser Anifenchel-Kümmeltee, ne, der nimmt dann die Blähung aus dem Magen-Darm-Trakt weg, ne, so peu à peu. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn sehr, sehr viele Menschen leiden an Blähungen in den Magen-Darm-Trakt, ne, oder haben einen Blähbauch oder sowas, ne. Und durch diesen Blähbauch, ne, werden ja die anderen inneren Organe gequetscht. Und wenn die dann gequetscht sind, ne, können die natürlich nicht richtig arbeiten. Und das ist mit einer Ursache, so habe ich es für mich herausgefunden, dass man dicker wird, ne? Dicker und dicker und dicker wird. Ne? Also, Kümmel, Fenchel, Anis, ne? wie bei kleinen Kindern, ne? Kleine Kinder, Babys, die haben manchmal, die schreien, die haben Bauchschmerzen und so. Ne? Ja, und dann gibt man denen ja auch Fenchel, Anis, ne? Hier Sirup oder Tee, ne? Und dann damit sie die Blähungen weggehen und dass er dann wieder hier vernünftig schlafen kann. Ne? Also nichts anderes ist bei uns Großen auch. Tja, das soll es gewesen sein zu der Diät. Ne? Und jetzt zu Alanya News. Sind ein paar Sachen bei, naja, schauen wir mal. Achso, für die Diät noch hier wichtig für die Psyche. Ne? Jetzt, ich bin jetzt ja alleine mit Bodo, ne? Und ich habe Zeit. Zeit für mich und mich auf mich konzentrieren. Ne? Das ist bei solchen Sachen ganz wichtig. Wenn man ständig nur immer abgelenkt wird, ne? Und dann hier eine und da, vor allem die ganzen vielen Klugscheißer, ne? Die dann irgendwie muss ja jeder auch so seinen eigenen Weg finden, ne? Wie er abnimmt. Ne? Der eine macht so, der andere macht so. Und etwas so hundertprozentig Allgemeingültiges, ne? Das gibt's nicht. Und wenn man dann so für sich ist und sich auf sich selbst konzentrieren kann, dann, ich habe die Erfahrung gemacht, dann hat man mehr Erfolg bei der ganzen Geschichte. Ach so, vielleicht habe ich auch so viel abgenommen, weil ich beim Friseur war. Ne? Hat er schon ganz schöne Matte auf dem Kopf gehabt. Ne? So, zu Alanya News. In London wurde ein türkischer Politiker von aggressiven griechischen Demonstranten bedroht. Die englische Polizei verhinderte Schlimmeres. Das bringe ich bei Alanya News mit rein, weil es in der Zeitung von Alanya hier stand, hier heute Morgen. Ne? Und es ist der Ausdruck dafür, diese Zwistigkeiten, diese Spannung zwischen Griechenland und Türkei. Und das kann nochmal ganz, ganz keiner will es hoffen, ne? Und alle sagen, Mensch, hoffentlich passiert es nicht, dass es Krieg zwischen Griechenland und Türkei gibt. Ne? Aber wenn das passiert, hat es natürlich auch auf die Migranten, die in der Türkei leben, Auswirkungen. Also das muss man mit beachten. Wieder viele Verkehrsunfälle mit Toten und Verletzten, sowie
Ansprache zu den Park- und Verkehrsproblemen in Alanya. Also die Verkehrsprobleme sind nicht weniger geworden, anscheinend wird das immer mehr, weil wahrscheinlich durch diese Erdbebengefahr auch in Istanbul, das hatte ich ja noch gesehen, als ich jetzt hier noch in der Türkei war, man sieht immer mehr hier Fahrzeuge mit Kennzeichen aus dem Istanbuler Raum. Ne? Und Istanbul, hier groß Istanbul mit 17 Millionen Menschen, ne? Und da sind genug Menschen auch, die hier genug Geld haben und die bezahlen auch in Alanya die Preise, die gefordert werden, ne? Von Eigentumswohnungen oder, ne? Die wissen auch, in Alanya ist die Erdbebengefahr lange, lange, lange nicht so hoch wie in anderen Gebieten, ne? Der Türkei. Angesichts der jüngsten Erdbebenopfer wird für Alanya ein kluges Bauen von Wohnhäusern gefordert. Es muss Schluss sein mit dem Bauen in gefährdeten Gebieten. Damit meint man in Alanya hier in den Berghängen. Ne? Teilweise habe ich es ja auch in meinen Videos so gezeigt und Kopf geschüttelt darüber, wie teilweise in den Berghängen gebaut wird. Ne? Der nächste Jahrhundert oder Jahrtausend Regen wird kommen. Ne? Und wenn denn dieses Wasser hier in den Untergrund von den Berghängen geht, ne? Und das Ganze kommt in Rutschen, ne? Klar achten die in der Türkei, auch in Alanya, drauf, dass es nicht hier wegen jedem Regenfall zu Bergrutschen und sowas kommt. Ne? Aber es kann ganz schön böse ausgehen. So wie Länder wie Brasilien oder Philippinen, hier, da sieht man sowas ja öfter, ne? Wie denn die ganze Berghänge oder auch in Afrika sieht man manchmal so eine Bilder, das Rutschen kommt. Es betrifft ja dann in der Regel hier diese armen Siedlungen, ne? Und da wird ja gar nichts gegen Berghangrutsch gemacht. Ne? Also das kann böse enden. Und darauf wird in der Zeitung heute Morgen hingewiesen, damit muss Schluss sein über diesen gefährlichen Bauen. Deutschland wirbt in der Türkei um Arbeitskräfte. Ne? Also ganz massiv. Ne? Das wird in der Zeitung so dargestellt und ist natürlich für die Türkei gut, wenn viele Türken jetzt nach Deutschland gehen, arbeiten. Einmal werden dann viele, die jetzt hier Wohnprobleme haben, dann auch in Deutschland bleiben. Andermal werden viele dann Geld schicken nach Türkei von denen für ihre Familien, so dass einige Spannungsfälle dann entspannter werden für die Türken. Und sagen wir so, wie es ist, mit den türkischen Einwanderern, ne, die in den 60er Jahren gekommen sind, klar gibt es da hier Einzelfälle oder mal andere sagen, ja, das sind auch ein paar mehr Einzelfälle gewesen, wo es Probleme gab. Aber die Masse, die große Masse, ne, fleißig arbeiten und hier haben was dazu beigetragen zum deutschen Wirtschaftserfolg. Ne? Und von der Warte her ist es anders. Die sind ja nicht in die Türken sind da nicht in die sozialen Netzwerke eingewandert. Ne? Wie man das jetzt teilweise jetzt von der Oppositionsseite oder von anderen Kritikern hier sagt, dass in Deutschland jetzt sehr, sehr, sehr viel in die sozialen Netzwerke eingewandert wird. Ne? Und das haben wir, die Erfahrung haben wir, das machen die Türken nicht, die gehen arbeiten. Ne? Das Spracherfordernis ist gestrichen. Also die Türken, die hier nach Deutschland kommen zum Arbeiten, müssen nicht deutsche Sprachkenntnisse mitbringen. Ne? Auch werden berufliche Fähigkeiten ohne Anerkennung der Ausbildung anerkannt. Also wenn einer sagt, ja okay, hier, ich habe einen Nachweis, hier, ich habe schon so und so lange gearbeitet in meinem Beruf, ne, und bin da eigentlich nach türkischem Recht auch ausgebildet. Diese Ausbildungen werden ja in der Regel in Deutschland nicht anerkannt. Ne, aber seine beruflichen Fähigkeiten werden in Deutschland jetzt anerkannt per Gesetz. Ne. Gehalt ist mindestens zurzeit 31.600 Lira. Es werden gesucht Koch, Bauarbeiter, Krankenschwester, Kranken-, Altenpfleger, Schweißer, Internettechnologie, Schwer-, Metallindustrie, Gastronomie und so weiter und viele, viele andere Berufe weiter. Ne? Es werden auch gesucht hier in der Türkei für deutsche Firmen hier Lehrlinge, ne? In vielen, vielen anderen Ausbildungsberufen. Ne? Mit türkischen, das habe ich schon gesagt,
Also es werden Personen gesucht aus der Türkei im Alter von 18 bis 45 Jahre. Ne? Und es wird auch nochmal darauf hingewiesen, dass der Mindestlohn beträgt 1584 Euro. Ne? Dass die türkischen Leute, wenn sie nach Deutschland gehen, das wissen. 1584 Euro müssen sie netto auf der Hand haben, ausgezahlt, wenn sie arbeiten. Und ihre Bewerbung sollen sie direkt bei den Firmen stellen. Man soll im Internet suchen, die Firmen, die Leute suchen aus der Türkei und sich dort dann bewerben. Hier muss man gucken, hier, da gibt es bestimmt Portale jetzt im Internet, habe ich noch nicht gesehen, ist ja von heute Morgen aus der Zeitung, ne, dass hier diese Leute sich dort im Internet bewerben können. Im Juli soll es eine Anhebung des Mindestlohns geben. In der Zeitung wird davon gesprochen, dass die Hungergrenze, also mit Miete zahlen, Strom, Wasser und den ganzen Verpflichtungen, die man so hat, und dann noch Lebensmittel, ist bei 9.500 Lira angekommen. Und dann, was ich jetzt selber festgestellt habe, durch Erzählen mit Bekannten, Unterhaltung, ne, mit Leuten, die man kennt, noch aus, die ich kenne hier aus meiner Zeit, die in der Türkei sind oder waren, ne, hier, die auch mitkriegen, was um sie herum passiert. Ne. Die Abschiebung von Ausländern geht weiter. Außer Russen, Europäern sind jetzt auch Georgier betroffen. Kein Ikamet, also keine Aufenthaltsgenehmigung mehr. 10 Tage Zeit zum Verlassen des Landes. Es betrifft immer mehr auch Leute, die schon jahrelang in der Türkei leben und Wohneigentum haben. Und das ist jetzt eine neue Stufe. Ne? Also Leute, die schon jahrelang, die bis zu 10 Jahre schon in der Türkei leben, ne? Das die betrifft, das war ja vorher schon, ne? Dass die kein Ikamet mit Magen bekommen haben. Ne? Aber jetzt ist wohl der Anfang, die ersten Stufen da, dass es auch Leute betrifft, die Wohneigentum in der Türkei haben. Also auch speziell Alanya, es geht ja um Alanya, dort kenne ich ja die Leute. Ne? Der politische Druck ist groß. Allein die Stadt Hatay, Hatay ist eine von den großen Städten, die betroffen sind von dem Erdbeben. Ne? Und dort sind 700.000 Obdachlose. Ne? 700.000, eine Stadt. Ne? In der Türkei, durch die Erdbeben insgesamt, hier spricht man von zurzeit, also durch die Erdbeben verursacht, ne? 850.000 Menschen, denen Gliedmaßen fehlen, Arme, Beine und sowas, ne? Hände, Füße, ne? Also die jetzt auch in ihrer Berufstätigkeit eingeschränkt sind, ne? Die aber auch wohnen wollen, ne? Und die auch überleben wollen. Und das ist ein enormer politischer Druck, der auf die türkische Regierung lastet und auch auf die türkischen Behörden. Und der Druck hier aufs Ikamet gegenüber Ausländern wird nicht weniger werden. Im Gegenteil, das wird noch größer werden. Und auch viele denken, nach den Wahlen pegelt sich alles wieder ein. Auch wenn die Wahlen waren, wird dieser Druck von den Massen, ne, größer werden. Denn hier die teilweise, wie auch in der Zeitung, jetzt Internetzeitung, ne, hier, da bringt man ja auch teilweise Fotos und dann auch hier teilweise hier so hier Filmberichte, ne, hier kann man dann da sehen, von aggressiveren Leuten, ne, das geht hin bis zum Fanatismus, ne, hier, der wird größer. Und auch wenn die Wahlen vorbei sind und für die türkische Bevölkerung nicht entsprechend etwas getan wird, ne, oder die keine Ergebnisse sehen, der Zulauf zu diesen Extremisten wird größer werden. Ne? Denn Hunger tut weh. Und wenn ich sehe, wie meine Familie darbt als Familienvater, lasst es euch alle selber durch den Kopf gehen. Und deswegen, der Druck aufs Ikamet wird nicht abnehmen. Also wer das denkt, dass nach den Wahlen alles vorbei ist, ich glaube, der träumt. So, das soll es für heute gewesen sein. Dann hier bis zum nächsten Mal.